Hallo zusammen, ich habe News und zwar richtig gute. Ich werde einen neuen Podcast machen und zwar heißt dieser Podcast Reboot Academia. In dem Podcast geht es darum, neue Ideen für Lehre und Forschung zu sammeln. Also wie können wir Lehre in Zukunft besser machen? Wie können wir Forschung offener und ja, produktiver gestalten? Wie können wir einfach auch die Leute, die in der Forschung arbeiten, in Zukunft glücklicher machen, aber auch die Studierenden. Dazu werde ich mit Leuten sprechen. Es ist ein Interview-Podcast. Ich werde mit Leuten sprechen, die sich mit Lernplattformen beschäftigen, mit Leuten, die sich über alternatives Publizieren auskennen, mit Menschen, die sich Gedanken gemacht haben, wie Arbeit in Zukunft aussehen kann, all solche Dinge. Es geht um Diversität, es geht um Community, es geht um ganz viele verschiedene Dinge, die einfach wichtig sind, wenn wir über Lehre und Forschung und gute Lehre und gute Forschung sprechen. Dazu werde ich reisen. Also ich bin diesen Sommer viel unterwegs. Ich werde die Leute versuchen, vor Ort zu treffen, mit ihnen vor Ort zu sprechen, einfach ja, um ein wirkliches Gefühl für diese Menschen auch zu bekommen. Und das Ganze werde ich machen, soweit es geht, mit meinem Fahrrad. Ich werde, wann immer möglich, Strecken mit dem Fahrrad zurücklegen. Wenn nicht möglich, dann werde ich Zug fahren. Das heißt, das Ganze wird möglichst CO2-neutral vonstatten gehen. Das ist so mein Side-Benefit von dem Ganzen, ist, dass ich rauskomme und das aber auf eine Art und Weise mache, dass es dem Klima nicht weiter schadet. Genau, ich freue mich richtig. Es ist ein riesen Wunsch von mir, schon seit langem diesen Podcast zu machen. Und mit meinem neuen Job habe ich endlich die Möglichkeit dazu bekommen, das umzusetzen. Und zwar genauso, wie ich es machen möchte, was wirklich, wirklich cool ist. Also vielen Dank an das Jona-Institut. Ich werde über meine Erfahrungen in einem Videotagebuch berichten. Also folgt mir einfach auf Twitter unter @HeidiBayer oder auf hier dem YouTube-Kanal, wo ich die Videos veröffentlichen werde. Dann könnt ihr alle aktuellen News erfahren. Ich erzähle auch ein bisschen was über das Equipment, das ich dabei habe, über meine Erfahrungen, die ich auf der Reise mache und welche Leute ich so kennenlerne. Genau, und dann erzähle ich euch natürlich auch, wenn Podcast-Folgen rauskommen. Also es gibt viel zu erleben für mich diesen Sommer und ich bin richtig gespannt und hoffe, dass ihr mir dabei zuschaut und dabei mitmacht. Ciao!